Mein Name ist Hermann Jürgen Rump, ich bin Landwirt und Pferdezüchter. Auf meinem Betrieb werden seit Generationen Sportpferde gezüchtet. Ich bin aber auch Mitglied und Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Allerleine hier vor Ort, mitten im Einzugsbereich des Rodewalder Wolfsrudels. Hier im Allerleinetal hat das Rodewalder Rudel enormen Schaden angerichtet. Betroffen sind neben Schafhalter natürlich auch Rinderhalter und Pferdehalter. Gerade im Pferdebereich geht eine große Besorgnis um wegen der zunehmenden Übergriffe. Das Rissverhalten des Rodewalder Rudels musste ich leider im Laufe der Jahre genau mitverfolgen. Es hat sich aus dem Rissen im Wildtierbereich dann über Schafe, Alpakas, Kälber, Rinder, einen Ponyfohlen, einer Ponystute und zum Schluss dem Riss der Hannoveraner Pferde entwickelt. Besorgniserregend ist vor allen Dingen das Verhalten dieses Rudels. Zum einen ist es eben nicht scheu. Wir haben Risse in den Dörfern, im Dorfbereich und auch viele Risse am Tage. Zum Weiteren ist es so, dass sich dieses Rudel zum Beispiel auch bei einem Riss nachts von einem Jäger überrascht worden ist und nur mit Mühe und Not von dem Riss vertrieben werden konnte. Weitere besondere Ereignisse sind, dass dieses Rudel, wahrscheinlich Jungwölfe aus dem Rudel, ponyführende Kinder verfolgt haben. Das, was ich dann aber niemals mir vorstellen konnte, ist im letzten Jahr passiert, dass dieses Rodewalder Wolfsrudel eine größere Herde Hannoveraner Pferde angegriffen hat, dann in der Weide großräumig angelegt, ein Pferd gerissen hat und anschließend circa einen halben Kilometer entfernt das zweite Pferd ebenfalls noch tödlich verletzt und gerissen hat. Ein drittes Pferd, was bei dieser Flucht vor den Wölfen dann verletzt worden ist, musste notgetötet werden. Ereignisse, die die ganze Region im Pferdebereich sehr beängstigend und verunsichern.